Vlog 2013, Kalenderwoche 7. Ja, jetzt würde ich gern das Wetter mit letzter Woche tauschen. So trübe und nass wäre es genau richtig gewesen für die Karnevalsausgabe der Nordeifel Trail Tour. Den Sonnenschein vom letzten Sonntag hätte ich jetzt nutzen können, um euch den Ausblick auf Düren zu zeigen, mit Strass und Horm im Vordergrund. Aber es hat leider nicht gepasst. Die Woche fing diesmal schon montags an mit einem kleinen Lockerungslauf nach der Nordeifel Trail Tour. Das war dann eine gute halbe Stunde. Dienstags dann normales Training, kam dann so auf knapp ein Dreiviertelstunde. Ah, wir nähern uns Großhau. Ja, nichts mit Verpflegungsstand. Den Mittwochslauf habe ich dann auf Donnerstag verschoben, was sich als Glücksfall erweisen sollte. Denn just 2 Stunden vorm Start fing es an zu schneien. Bin also auf einem leichten Schneeflaum los. Da haben sich die Jagdtrecks noch gar nicht gelohnt. Und auch später bei 2-3 Zentimetern, die dann zusammenkamen, lief es sich wunderbar. Es wurden dann 1,5 Stunden in einem richtig zackigen Tempo, weil es einfach Spaß gemacht hat. Manchmal haben Holzarbeiten auch so seine Vorteile. Der Weg ist wunderschön zerfahren, aufgewühlt, einfach geil. So, und das Trübe ist nun auch weg. Jetzt sehen wir dann doch Düren in der Ferne. Noch ein wenig Rundumblick. Jetzt hier von Gai aus gesehen. Am Freitag waren es noch mal gut 1,5 Stunden. Und mit der Trailrunde, die ich mir heute gegönnt habe, kommt die Woche dann auf 75 bis 80 Kilometer.